Ich möchte Ihnen heute eine der, wie ich finde, wunderbarsten Erfindungen der Franzosen vorstellen. Den Sauternes-Wein. Dieser sehr spezielle, wirklich einzigartige Wein ist ein sogenannter Likörwein und schmeckt einfach fantastisch. Er ist sehr dickflüssig, was an seinem besonders hohen Zuckergehalt liegt. Diese für einen Wein eher ungewöhnlichen Eigenschaften verdankt der Sauternes vor allem diesem hier. Schauen Sie. Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Nein? Der Botrytis cinerea ist ein von Weinbauern sehr gefürchteter Parasit. Genauer gesagt ein Schimmelpilz, der Weinstöcke und Trauben befällt. Unter normalen Umständen zerstört dieser Pflanzenschädling die Trauben völlig. Ein Vorgang, den man Grauschimmelfäule nennt. Sehen Sie hier, wie eine von Grauschimmelfäule befallene Traube aussieht. Nicht gerade appetitlich, oder? Im Sauternes, einem kleinen, genau begrenzten Gebiet südlich von Bordeaux, streng genommen 5 Gemeinden am linken Garonne-Ufer in der Nähe eines anderen Flusses, des Siron. Im Sauternes also führen die klimatischen Bedingungen, der Boden und die Rebsorten dazu, dass etwas Besonderes mit diesem Pilz geschieht. Die Fäule verwandelt sich in Edelschimmel. Dies verdanken wir einem recht komplexen Prozess. Die benachbarten riesigen Kiefernwälder fungieren sozusagen als Feuchtigkeitsspender und schützen die Weinberge vor plötzlichen Temperaturschwankungen. Vor allem im Herbst bringt der morgendliche Dunst, der die Weinberge durchzieht, ein paar Stunden lang feuchte Kühle mit sich. Also mit anderen Worten, absolut perfekte Lebensbedingungen für unseren Parasiten. Doch Vorsicht! Im Laufe des Vormittags, also kurz nachdem er seine zerstörerische Arbeit aufgenommen hat, wird der Botrytis ganz abrupt gestoppt. Und zwar durch trockene, warme Winde, die vom Atlantischen Ozean herkommen und den kleinen Schädling für den Rest des Tages lähmen. So schafft es unser Parasit gerade einmal, die Oberfläche des Obstes anzuknabbern, ohne das Fruchtfleisch verderben zu können. Aus der so durchlässig gewordenen Traubenschale kann nun das Wasser ungehindert verdunsten, was eine hohe Konzentration an Zucker und Saft im Inneren der Traube zur Folge hat. Sehen wir uns einmal ein paar von Edelschimmel befallene Trauben an. Schauen Sie. Vertrocknet, verschrumpelt, runzelig von außen, aber im Inneren verbirgt sich ein wunderbar vollmundiger, komplexer Nektar. Na ja, sagen die Franzosen jetzt, alles schön und gut, der Edelschimmel ist doch nicht nur dem Sauternes-Wein vorbehalten. Im Südwesten Frankreichs, an der Loire, gibt es auch Edelschimmelweine. Und die Deutschen werden die Trockenbeerenauslese anführen, welche übrigens die Weinbauern aus dem Bordeaux zur Erzeugung von Likörweinen inspiriert haben soll. Und was ist mit dem ungarischen Tokaja? Sicher doch. Aber der Sauternes hat im Leben der Franzosen einen ganz besonderen Stellenwert. Er ist der Wein, den man an Weihnachten und Silvester trinkt, weil er perfekt zum Foie Gras, der allseits beliebten Stopfleber, passt. Und nach dem Essen holt man ihn noch einmal hervor und trinkt ihn zu bestimmten Käsesorten, zum Beispiel zum Roquefort. Da gesellt sich dann Edelschimmel zu Edelschimmel. Hören Sie nur die verzückten Sauternes-Liebhaber. Oh, ein einmaliges Geschmackserlebnis. Zitrone, Aprikose, Mango, Honig, Crème brûlée, Zimt, Orangenblüte, Karamell, Ananas, Lebkuchen. Es nimmt kein Ende. Der berühmteste Sauternes wird von dem Weingut Château Yquem erzeugt. Ein Wein, den jeder Franzose zumindest einmal in seinem Leben gekostet haben muss. Kostenpunkt? Ein paar hundert Euro für einen normalen Jahrgang, ein paar tausend für einen guten.